Jetzt geht's um Schokolade. Schokolade, die schlank macht. Alter Hut, aber die Schokolade hier, da steht Beauty Chocolate drauf. Die Schokolade macht jung. Das verspricht zumindest der Hersteller. Und wir fragen uns, sieht unser Reporter Matthias Fiedler gleich wirklich um Jahre jünger aus, nur weil er Schokolade isst? Gesündere Haut, frischeres und strahlenderes Aussehen, sowie Falten reduzieren. Das alles geht mit Schoko. Kein Scherz. Diese Schokolade macht's angeblich möglich. Und wir haben die perfekte Testperson. Hey, herzlich willkommen, mal reinspaziert. Folgt mir einfach, wir gehen gleich ins Badezimmer, oder? Hier sieht man deutlich, dass das Alter auch vor unserem Galileo-Reporter Matthias Fiedler nicht halt macht. Ich werde faltig und das kann natürlich nicht sein. Deshalb sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr machen, als immer hier nur meine Feuchtigkeitscreme benutzen. Es gibt jetzt ein tolles Produkt. Jeden Tag ein Täfelchen Schokolade und die Hautalterung soll gestoppt werden. Wahnsinn, oder? Ob das funktioniert oder nicht, das werde ich ausprobieren. Mit 45 Euro pro Packung ist die allerdings ganz schön teuer. Aber wenn's schön macht. Der Hersteller verspricht eine Verbesserung der Hautgesundheit. Die soll also so ähnlich wirken wie eine Anti-Faltencreme von innen. Nach nur 3 Wochen Schokokonsum sind die Hautwerte besser, heißt es. Aber klingt das nicht zu schön, um wahr zu sein? Wenn ich sowas höre, Schokolade ist gut gegen die Hautalterung, dann ist der erste Gedanke natürlich, da verarschen sie wieder die Leute. Ne? Weil viele sind unzufrieden mit ihrer Haut oder wollen jünger aussehen. Alle essen gern Schokolade. Ja? Das ist so ein typisches Abzockerprodukt eigentlich. Aber wenn die Ärztin jetzt sagt, das kann wirklich sein, das wirkt, dann bin ich natürlich sehr gespannt, wie das Experiment verläuft. Deshalb geht's ab zur Hautärztin. Von Frau Dr. Reutersberg wollen wir wissen, wie Matthias' Hautwerte jetzt sind. Und natürlich, was sie von der Anti-Aging-Schoki hält. Ich will ja diese Schokoladen-Hautkur machen. Also ich will meine Hautalterung so ein bisschen vorbeugen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch geht. Bin ich schon gealtert? Ich habe ja immer gesagt, das sind Lachfalten hier. Die Haut sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Vielen herzlichen Dank. Ja, also sie gefallen mir auch gut. Ja, also das, was man sieht, sind typisch mimische Falten im Prinzip. Die entstehen, wenn wir unser Gesicht bewegen. Im Alter ist die Haut weniger elastisch und glättet sich dann nicht mehr von allein. Die Falten bleiben, auch ohne Mimik. Bevor ich das jetzt regelmäßig esse, würde ich Sie bitten, mal einmal einen Blick auf die Inhaltsstoffe zu werfen. Mhm. Ob das wirklich realistisch ist, dass mir das was bringt. Mhm. Da fällt uns ein Stoff auf, das ist das Astaxanthin. Und der ist das Besondere. Das ist ein Stoff, der ist normalerweise nicht in der Schokolade drin. Astaxanthin ist ein sehr, sehr starkes Antioxidant. Antioxi, was? Was ist das denn? Antioxidantien sind Moleküle, die uns vor freien Radikalen schützen. Freie Radikale entstehen zum Beispiel durch Rauchen, Sonne und Stress und greifen unsere Haut an. Ihnen fehlt ein Elektron, was sie dem nächstbesten Molekül entreißen, auch der Zellmembran unserer Haut. Das führt zu oxidativem Stress. Der lässt uns altern. Antioxidantien geben freiwillig ein Elektron ab und schützen damit unseren Organismus vor dem vorzeitigen Altern. Das heißt, eigentlich ist es nur das Astaxanthin, was meiner Haut hilft, oder ist auch Schokolade schon positiv? Das Astaxanthin in besonderem Maße, aber die Stoffe, die in der Schokolade drin sind, gerade in einer höherprozentigen Schokolade, so grob gesagt, sind schon förderlich, wirken schon als Antioxidant. Hätte Matthias das mal früher gewusst. Aber jetzt geht's erstmal ans Messen der Hautwerte. Zuerst die Elastizität. Und wir haben einen Wert von 57. Was bedeutet das? Ist das gut? Das bedeutet, in Ihrer Altersgruppe ist das ein mittelguter Wert. Immerhin. Könnte besser sein, ja. Aber ist auch nicht verkehrt. Lassen wir noch mal die Haut. Vielleicht hat Matthias mehr Glück bei der Hautfeuchtigkeit. So, da haben wir jetzt einen Wert von 67. Mhm. Das ist okay. Wieder nur okay. Ich will doch auch mal super sein in irgendwas. Es könnte knackiger sein. Das könnte Matthias auch durch eine spezielle Diät schaffen.
Mit Lebensmitteln, in denen viele Antioxidantien drin sind, so wie in Lachs und Karotten. Aber wer will das schon, wenn's auch mit Naschen geht? Dann werde ich jetzt mal brav 21 Tage Schokolade essen. Gibt ja Schlimmeres. Und dann komme ich noch mal bei Ihnen vorbei. Und dann messen wir noch mal und Sie gucken mich noch mal an. Und dann bin ich wahrscheinlich unglaublich hautschön. Hautschön? Na, da sind wir mal gespannt. Zurück bei Matthias geht's ran an die Schoki. Bevor ich die Schokokur starte, mache ich jetzt erstmal ein Selfie von mir. Das werde ich in den nächsten 3 Wochen regelmäßig machen, um zu sehen, ob sich was verändert in meinem Gesicht. Endlich darf Matthias ohne schlechtes Gewissen naschen. Die Packung reicht für 3 Wochen. Oh, die sind aber klein. Das sind so diese Kopfkissen-Schokolädchen aus dem Hotel. Oh ja. Auf den ersten Blick, schön dunkel. Mag ich eigentlich gerne, ich mag es nicht so süß. Schmeckt's denn nach Antifaltencreme? Also die schmeckt wie ganz normale Schokolade. Man schmeckt jetzt nicht irgendwie einen Zusatzstoff raus, der mich jetzt schöner machen soll. Aber das finde ich auch angenehm. Also Schokolade sollte schon Schokolade sein. Ist gut. Und einzeln verpackt, perfekt. Denn als Galileo-Reporter ist man ständig unterwegs. Hallo ihr Lieben, ich melde mich aus dem Paradies. Wir sind auf der Halbinsel Osa angekommen. Wohnen hier direkt am Strand in einem Zelt. Wunderbar. Und was isst man als erstes im Paradies? Natürlich seine Anti-Hautalterungsschokolade. Hoppala. Denn auch viel Sonne macht Falten. Und Stress bei der Arbeit. Auch wenn man das jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz vermutet. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. 2 Wochen nehme ich jetzt schon jeden Tag meine kleinen Schokoladentäfelchen und ich habe das Gefühl, als wäre meine Haut zumindest ein bisschen feuchter, irgendwie ein bisschen weniger trocken. Ich habe normal ziemlich trockene Haut, aber gut, vielleicht liegt es auch an dem tropischen Klima hier. Auch zurück in Deutschland futtert Matthias jeden Tag ein 7,5 Gramm Stück. Mit süßen 38 Kalorien macht es zumindest nicht dick. Der Vorteil der Schokolade im Gegensatz zu Creme ist einfach, dass man sie essen kann. Dass man auch einen kleinen Genuss hat oder noch mal einen kleinen Energieschub kriegt. Creme kannst du halt nicht essen. Das hat auch die Schweizerin Rita erkannt. Die pensionierte Rechtsanwältin isst die Schokolade seit circa einem halben Jahr. Ich würde dich jetzt mal so auf Mitte 50 schätzen. Das ist aber sehr nett. 66. 66 Jahre? Ja, aber du hast extra ein bisschen untertrieben. Matthias, der Charmeur. Rita sieht einen großen Vorteil gegenüber der Creme. Isst man die Schokolade, wirkt diese gleich auf den ganzen Körper. Das Anti-Aging oder einfach die Hautverschönerung von innen her bewirkt. Also nicht eine Creme, sondern und Schokolade. Ich meine, gerade auch für eine Schweizerin, das tönt also sehr gut. Funktioniert die Schokolade denn bei ihr? Gibt es denn Stellen, wo du merkst, das ist schon besser geworden jetzt? Ja, also ich habe hier einen Flecken, der war wirklich bedeutend dunkler. Okay. Der hat mich immer gestört und der ist jetzt einfach heller geworden. Die Rita ist halt geradezu beseelt von der Schokolade. Die glaubt da total dran und da bin ich mir sicher, dann hat das auch eine positive Wirkung. Ob das jetzt wirklich ihr Hautbild verbessert hat, ist für mich schwer zu beurteilen. Rita hat ein altes Foto dabei. Auf den ersten Blick kein riesiger Unterschied. Aber ein bisschen weniger tief scheinen die Falten schon zu sein. Wie lange hat es gedauert, bis du erste Verbesserungen wahrgenommen hast? Ja, also das ist eigentlich schwierig zu sagen. Das ist so ein langsamer Prozess. Aber ich würde sagen, so nach 3, 4, 5 Wochen sieht man schon einen Erfolg. Weil sonst würde man ja, wenn der Erfolg viel später geht, würde man wieder aufhören. Deshalb zieht Matthias auch 3 Wochen durch und futtert fleißig weiter die Schokolade. Am Ende des Experiments geht's erneut zur Hautärztin. Haben sich Matthias' Werte tatsächlich verbessert? Fällt Ihnen schon was auf an mir? Hat sich was verändert? Sie sehen einigermaßen erholt aus. Das objektivieren wir doch gleich mal, indem wir noch mal messen. Ja. Ne? Optisch ist zunächst keine Veränderung zu erkennen. Also wenn
da Antioxidantien wirklich drin sind, die auch aktiv werden, dann müsste sich ja was verbessert haben. Die Stunde der Wahrheit. Ist Matthias' Haut elastischer als vorher? Ja. Wow! Das sehr schön. Ist besser, oder? Ja. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich 57, jetzt 60. Das heißt, 3 Punkte mehr. Was bedeutet das? Ist das viel? Ich würde sagen, der Unterschied ist nicht signifikant. Okay. Aber es ist ein Ticken besser. Ja. 3%. Nicht gerade überwältigend. Geht bei der Hautfeuchtigkeit mehr? 73. Ich glaube, letztes Mal hatte ich 67. Das sind 6% mehr Hautfeuchtigkeit. Ich bin in den Jungbrunnen gefallen. Nicht so schlecht, ne? Bringt die Schokolade denn jetzt was oder nicht? Also in der Schokolade ist ja dieses Antioxidans. Und Antioxidantien auch anderer Art bringen dem Organismus was. Am Ende des Tages macht es aber eine faltige Haut nicht wieder glatt. Gegen bestehende Falten hilft also auch keine Schokolade. Aber sie kann helfen, neuen vorzubeugen. Vor allem, wenn zusätzlich noch mehr Antioxidantien drin sind. Das Schoko-Experiment ist beendet mit überraschend erfolgreichem Ausgang. Beide Hautwerte sind besser geworden. Trotzdem werde ich nicht weiter Schokolade futtern. Ich bin einfach nicht so der süße Typ. Aber ich habe mir vorgenommen, mehr trinken, mehr schlafen und mehr Antioxidantien. Dann klappt es auch mit der Haut. Äußerlich keine große Veränderung, aber die Werte sind tatsächlich besser. Ob das allein an der Schokolade liegt, können wir nicht sicher sagen, denn viele Faktoren beeinflussen die Haut. Aber sie hat eher unterstützt als geschadet.